Abflug. Ah, hier. Wieder ein Skyline. Könnte genauso gut eigentlich auch 3 Stunden aufnehmen, dann hätte ich vielleicht 12 Teile. Da könnte ich mir schon Gedanken machen darüber, welches Spiel das nächste sein wird. Okay, das ist Shibuya lang rückwärts. Aber habe ich nicht vor, diese 3 Stunden zu spielen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich beim nächsten Mal verfahre mit den Let's Play Projekten, weil jetzt nähert sich ja auch die Quest Challenge langsam aber sicher dem Ende zu. Die Gruppe S habe ich ja geschafft und das Einzige, was ich noch machen müsste, ist Geld farmen. Und von mir aus noch die anderen Wagen zeigen. Ansonsten muss ich nicht mehr so viel machen. Also momentan läuft es ganz gut hier. Wenn ich also ziemlich entspannt bin, was ich ja jetzt gerade bin, dann funktioniert eigentlich alles. Schade, die Kurve gelang mir nicht so gut. Und Ziel, 207. Exit und nächstes Rennen. Das wäre jetzt geschafft. Soweit so gut. Ab Taxi kann ich nicht fahren. Bei Blitz aber, da kann ich fahren. Und zwar gegen einen Supra. Boah. Meine Güte. Jetzt ist schon so richtig Frühling und es ist heiß in meinem Zimmer. Ich weiß, es ist draußen gleich 15 Grad oder so, aber es scheint mir, als ob es heiß wäre. Als wenn die Fenster geschlossen wären. Ich habe das Fenster momentan offen. Eigentlich mit dem Ziel, damit kühle Luft reinkommt. Aber offenbar ist die Luft auch nicht sehr viel kühler als sonst. Also, ja, es ist nicht sehr viel kühler als die Raumtemperatur. Okay. Damit sollte das Rennen auch geschafft sein, weil auf der Gerade wird er mich kaum noch aufholen. Und geschafft. Ach ja, ich habe das alte Hauptbauaufnahmegerät hier zum Laufen gebracht. Jetzt können wir auch bei unserem Vater wieder, also bei unserem Vater können wir jetzt auch aufnehmen.
Und das war eigentlich insbesondere dafür eigentlich wichtig, weil mein Bruder etwas aufnehmen wollte. Und dann bin ich kap und seit wir jetzt wieder ein so seit wir jetzt in unserem Zimmer einen HD-Fernseher haben, können wir auch jetzt das wieder ausprobieren, habe ich mir gedacht. Und ja, warum eigentlich nicht? Jetzt läuft es auf jeden Fall wieder. Finde ich schön. Mit der PS2 hatte ich anfangs ein bisschen Probleme. Es ging nur über Composite. Es geht nur über Composite. Und die PS3 habe ich dann über Component angehängt. Das funktioniert soweit. Jetzt sind beide Systeme mit der HVG verdrahtet, verkabelt. Und an sich würde ich sagen, das ist jetzt eigentlich gut. Man kann mehr oder weniger beide gleichzeitig laufen lassen. Man kann auch von beiden Bild haben. Ich denke, man kann sogar von beiden gleichzeitig eine Aufnahme holen, wenn man möchte. Aber ich glaube nicht, dass es funktionieren würde mit dem Parallelaufnehmen. Dafür müsste ich zwei Geräte haben. Aber ich finde es gut, dass ich meine alte HVG wieder zum Laufen gebracht habe, dass sie jetzt wieder eine Verwendung hat. Sagen wir so. Weil ich schmeiße ja ungern Sachen fort. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte es immer noch nutzen. Jedoch hat es am Anfang nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Der Grund war hauptsächlich der, dass eben Composite nicht richtig aufgenommen wurde. Jetzt habe ich aber eine Lösung gefunden, wie man das wieder richtig aufnehmen kann, und die lautet neue Treiber. Ich habe jetzt in 4 Jahre, sogar 5 Jahre, neueren Treiber heruntergeladen und seither funktioniert es wieder. Problemlos. Das Einzige, was anfangs ein bisschen gestört hat, ist halt einfach, dass der Sound minimal zu früh kommt. Wirklich nur ganz wenig. Würde einem ungeübten Zuseher gar nicht wirklich bemerken. Mir natürlich schon ein bisschen. Aber auch das habe ich wieder gerade liegen können. Kurve gedriftet. Ein anständiges Auto, würde ich sagen. Leider die Kurve ein bisschen zu stark angeschnitten. Ansonsten wäre es eine richtig gute Runde geworden. Vor allem für eine Startrunde. Gut, das war das letzte Rennen mit dem Subaru. Und damit würde ich gleich den nächsten Subaru wählen. So, zur Kontrolle habe ich alles geschafft hier. Ja, sehr gut. Also, dann das nächste Auto. Nochmal Subaru. Diesmal den Legacy. Der ist vom Handling offenbar auch nicht so gut. Aber den Anzeigen traue ich nicht so dermaßen. Weil auch beim GTO hat es geheißen, ja, das ist sehr schlecht. Und der war das nicht.
Also, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, siebenmal. Wow. Ja gut. Dann fahre ich eben siebenmal. Wenn es denn sein muss. Und dann kann ich wenigstens sagen, ja, das ist eine 2-Stunden-Aufnahme. Passt. Ein Abflug Aristo. Gut, dann fahren wir halt eben mit dem B4 RSK. Ja, gut. Ich denke, wenn ich hier das geschafft habe, bin ich wirklich bei ungefähr 2 Stunden. Dann kann ich wirklich sagen, ja, passt. Können wir abschließen. Ja, das stimmt. Der ist jetzt wirklich nicht so wie so flink wie jetzt zum Beispiel der Nissan GT-R. Der Skyline. Aber er ist nicht schlecht. Okay, 57 Sekunden. Also viel Speed verloren so, aber egal. Aber mal schauen, was er am Ende der Gerade erreicht. Zwei 65, man kann nicht sagen, dass er langsam ist. Das kann man wirklich echt nicht sagen. Langsam ist er nicht. Sicher nicht der schnellste, aber auf keinen Fall der langsamste. Ah, hier kann man nochmal. Gegen einen Fair Lady Z. Jo. Fahren wir. Hoffentlich auch ein bisschen eine längere Strecke, damit ich die 2 Stunden gut ausfüllen kann. Ah, nein, keine längere Strecke. Dann ist es eben so. Mit der Schikane wieder. Fünfganggetriebe. Das habe ich ein bisschen zu sehr gespielt. Ein bisschen zu weit runtergeschalten. Na gut, nicht, dass es meine Chancen schmälern würde. Wird wohl trotzdem reichen. Ja, das sollte problemlos gehen. Und Ziel. Sieben Duelle, was haben die sich dabei gedacht? Ich dachte eigentlich mit anderen Ikonen von japanischen Wagen müsste ich mehr Rennen fahren, aber nein, ich muss mit dem Legacy hier sehr viele Rennen fahren. Gut, also noch, wow, gegen einen Skyline mit dem Legacy,